Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Der nunmehr zweite Untersuchungsausschuss des Bundestages zum NSU-Nazi-Mordkomplex beendet seine Arbeit. Mitnichten, weil etwa alle Fragen beantwortet wären. Im Gegenteil, zentrale Fragen bleiben offen. Aber mit der 18. Legislatur des Bundestages endet eben auch der Untersuchungsauftrag zum NSU-Komplex. Der Abschlussbericht liegt vor. Das Gros wird von allen Fraktionen getragen. Zudem gibt es abweichende oder weitergehende Voten. Sie gehören mit zum Bericht. Wie bereits im ersten Untersuchungsausschuss war die Arbeit durch sachliche Zusammenarbeit von der CDU-CSU bis zur Linken geprägt. Das verlangt. Unser Respekt vor den Opfern des NSU und ihren Angehörigen, aber auch die Dimension dieses Verbrechens. Und so konnten wir trotz aller Blockaden doch etwas mehr Licht in den finsteren NSU-Komplex bringen, Puzzlestücke finden. Ich komme nun zu den wesentlichen Ergebnissen der Untersuchung und möchte drei nennen. Erstens, es hat sich erhärtet, was sich nach dem ersten Untersuchungsausschuss bereits abzeichnete. Das NSU-Kerntrio Mundlos, Böhnhardt, Tschepe war von ca. 40 V-Leuten der Ämter für Verfassungsschutz regelrecht umzingelt. Wieder andere Behauptungen hatte dabei eben auch das Bundesamt für Verfassungsschutz gekaufte Nazis in seinen Diensten, die am Netzwerk des NSU dran waren. Dazu gehörte zum Beispiel ein gewisser Ralf M. alias V-Mann Primus. Er hatte nachweislich Kontakt zum NSU-Trio. Das Bundesamt für Verfassungsschutz versuchte den Untersuchungsausschuss dazu zu täuschen. Das war symptomatisch. Zweitens, den Ämtern für Verfassungsschutz lagen zahlreiche Informationen über den Verbleib und über Vorhaben des NSU-Kerntrios vor. Sie wurden nie an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben und so wurde verhindert, dass Böhnhardt, Mundlos und Tschepe gefasst wurden. Damals und noch immer gilt, der Schutz der Quellen, also der V-Leute, geht vor polizeilichen Ermittlungen und das selbst bei einer Mordserie. Ich merke an, diese fatale Geheimdienstlogik wird vom Bundesinnenminister geteilt und ebenso von der Generalbundesanwaltschaft. Das heißt, sie sind beide Teil des Problems. Drittens, bekanntlich wurden im Bundesamt für Verfassungsschutz und nicht nur da im großen Stil Akten vernichtet. Aus Versehen, aus Datenschutzgründen, aus Überlastung hieß es noch am Ende des ersten Untersuchungsausschusses. Das war forsch gelogen. Inzwischen ist klar, dies geschah mit Vorsatz, damit diese Unterlagen weder der Polizei noch den Parlamenten bekannt werden, damit nicht bekannt wird, wie sehr neonazistische Strukturen eben durch V-Leute der Ämter für Verfassungsschutz durchdrungen sind. Diese Aktenvernichtungen waren Straftaten, geahndet wurden sie bis heute nicht. Nun noch einmal zu den V-Leuten. Der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz nannte sie einmal unverzichtbare Schmutzfüße. Man brauche sie, um der Nazi-Szene Herr zu werden, so Herr Maaßen. Ich fasse unsere Erkenntnisse aus dem NSU-Komplex zusammen. Zu keiner Zeit hatte der Verfassungsschutz die Nazi-Szene im Griff, geschweige denn sie zerschlagen, im Gegenteil. Mit ihrer Geheimhaltungs- und V-Leute-Praxis haben die Ämter für Verfassungsschutz die Nazi-Strukturen vielmehr gedeckt und gestärkt. Und damit komme ich zu den weitergehenden Schlussfolgerungen der Linken. Es sind insgesamt 8, ich reiße 5 davon kurz an. Erstens, die Linke bleibt bei ihrer Forderung, die V-Leute-Praxis aller Sicherheitsbehörden sofort zu beenden.
und den Verfassungsschutz als Geheimdienst aufzulösen. Das dazu vorgeschlagene Alternativmodell einer Koordinierungsstelle zur Dokumentierung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist Bestandteil unseres Votums. Zweitens, wir empfehlen der 19. Legislatur des Bundestages einen Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus und Geheimdienste. Dabei geht es eben nicht nur um die offenen Fragen aus dem NSU-Komplex, sondern um weitere aktuelle und auch zurückliegende ungeklärte Fälle. Ich nenne hier nur das Oktoberfestattentat und den Doppelmord an dem jüdischen Verlegerpaar Shlomo Levin und Frieda Pöschke, beide im Jahr 1980. Zu untersuchen wären aber auch aktuelle neonazistische Terrorakte, zum Beispiel im Freistaat Sachsen, aber auch anderswo. Drittens, wir empfehlen der kommenden Linksfraktion weiterhin die Einrichtung einer Enquetekommission Rassismus im Bundestag zu beantragen. Wir brauchen mehr Sachverstand, um Strategien gegen den gesellschaftlichen und den institutionellen Rassismus voranzutreiben. Viertens, gesellschaftliche Initiativen gegen Rechtsextremismus, Rassismus, für Demokratie und Toleranz benötigen endlich eine ausreichende, verlässliche und längerfristige Förderung. Und fünftens fordern wir mehr Opferschutz und die Einführung einer Amtshaftung im Fall von gewalttätigen V-Leuten. Straftaten von V-Leuten werden häufig gedeckt, während deren Opfer allein gelassen werden. Deshalb will die Linke, dass Opfer derartiger Gewalttaten künftig von Amts wegen entschädigt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Abschlussgedanke. Der Rechtsstaat hat seine Bürgerinnen und Bürger vor schweren Straftaten allemal vor Mord zu schützen. Gelingt ihm das nicht, aus welchen Gründen auch immer, so hat er alle Umstände aufzuklären, sowie Täter und Mittäter zu belangen. Im NSU-Komplex hat er weder die Mord- und Anschlagsserie verhindert, noch sind bisher alle Hintergründe aufgeklärt. Wir haben es hier also mit einem doppelten Versagen, Staatsversagen, haben wir es am Ende des ersten Ausschusses genannt, ich würde sagen, einer doppelten auch Staatsverantwortung zu tun, der wir uns weiter stellen sollten. Ich danke am Ende dieses Untersuchungsausschusses allen Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam an diesem Komplex gearbeitet haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen, des Ausschusssekretariats und allen, die mitgetan haben, diese Puzzlestücke zusammenzutragen. Und ich verspreche Ihnen, ich bleibe da dran. Zwischenzeitlich liegt das Ergebnis.